Ja, ich grüße euch herzlichst. Und ihr werdet nicht glauben, ne? Ich bin schon wieder auf der Auf Bergmann. Das ist es also. Oder? Ist das nicht ein Ding? Ist das nicht? Also, was? So, Weizen ist abgedroschen. Werden wir jetzt sofort eben mal. Gell? Werden wir mal eben. So, den John Deere Schlepper habe ich verkauft. Weil ich was Größeres brauche. Aber den werde ich mir wohl erst was mieten müssen, habe ich so den Verdacht. Zack. Ich denke gerade, was hat das für eine komische Farbe? Aber das kommt von dem Bremslicht. Ich hatte schon gedacht, ich hätte da irgendwas kaputt gemacht. Hat er aber nicht. Ja, ich muss ja erst mit dem kleinen Flug anfangen. Ist alles ein bisschen, ne? Verstehst du? Das ist ein bisschen, ist das, die Stelle sind auch noch leer, ein bisschen. Arbeit geht nicht, noch keine Moneys dafür. Das hat allerdings den Vorteil, wir können erstmal sehen, dass wir mit Aufträgen quasi Geld verdienen, noch das eine oder andere Land vielleicht dazu kaufen. Ja, müssen wir mal gucken. Halt, doch, ist richtig. Habe ich gedacht, ich hätte das Gewicht vorne abge. Verstehst du? Also weggemacht, runter, bedingst du. Aber eigentlich brauche ich das ja im Moment auch gar nicht. Ne? Das könnte ich ja auch erstmal wieder wegstellen, wenn ich um die Kurve komme. Hin. Einmal so und abhängen. Den Grubber, den kann ich ja auch verkaufen, den brauche ich nicht. Ja, da kann ich ja noch nicht durch. Damit werden wir nämlich gleich das Stroh einladen. So, das bleibt erstmal da. Jetzt müssen wir mal gucken. Nee. Meine Fresse. Was haben wir denn? 4? Der reicht. Konfigurieren. 295. BKT. Breitreifen, Radgewichte. EU, klar. Logo brauchen wir nicht. Logo beleuchtet. Nein, Frontlight brauchen wir nicht. Wir nehmen da wieder unsere Farben hier. Der Grill bleibt auch schwarz. So mag wie das. Mieten. Überlege ich gerade, wir könnten ja auch noch. Gewichte sind da nicht drin, ne? Nee, da auch nicht. Schnackerdackerdi, schnackerdackerdu. Da. Ditte. Das nehmen wir noch dazu. Nee. So. Auch so.
auch mieten. So. Alle hüpf. Das ist eine Hupe, oder? Die hört man wenigstens. Über den Sound oder den Hupenton oder so. Jetzt kann man sich ja streiten, aber man hört das Ding. Das finde ich gut. Allerdings muss ich sagen, war die zu Anfang auch erst leise. Der Yaso hat das ja gebaut hier, die Spec. Oder modifiziert, wie auch immer. Und das war zu Anfang auch recht leise, muss ich sagen. Aber nachdem ich ihn da mal so, ne, dann hat er das aber, hat er. Doch, hat er gemacht. So, den müssen wir einmal drehen. Dann lassen wir ihn hier hinten anfangen. Mal gucken, wie der Helfer dazu hinkriegt. Ne? Vorwärts und ab dafür her. Von und zu, rauf und runter. Sehen Sie, sehen Sie. Wir werden auf dem anderen Feld mal eben das Stroh einholen. Bremse los. Und los geht's. Warum die kleine Presse da steht? Ganz einfach. Hey. Ich wollte ein paar kleine Heuballen machen. Nicht viele, nur ein paar erstmal. Für die Kaninchen. Weißt du? Darum steht da die Presse für die kleinen Ballen. Das schon mal so als Info vorab. Oder wie sagt man heute? Spoiler, ne? Man spoilert. Da sagen nur vorab Informationen. Könnte man auch sagen. Muss man aber nicht. So, wenn wir eben hier gucken, wir haben ja hier noch was. Genau. Das nehmen wir mal jetzt mit hier. Damit wir den Weg schon wieder sauber haben. Nicht, dass sich da jemand beschwisst, war mein Privatweg, aber man weiß ja nie, wenn da irgend so ein Dödel kommt, der sich dann beschwert. Ist ja heutzutage alles möglich. Man glaubt ja nicht, worüber sich die Leute mittlerweile so alles beschweren. Das ist ja. Da muss man sich wirklich fragen, in was für einer Welt wir leben. Sprach der letzte Mohikaner. Ups. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das da drüben komisch aussieht. Kann mich auch täuschen, aber. Na, lassen wir. Da werden wir wohl nacharbeiten müssen. Sieht echt komisch aus. Ja.
wenn er da was ausgelassen hätte. Kleine Scheißer. Ein Scheißerchen. Das ist gleich voll. Das ist ja toll. 98, 100, jawoll. Ja. Ab und zu muss ich überlegen. Ne? Das ist schon krass. Ach, jetzt steht er da. Ist das nicht schön? Und guck mal, da hat er wirklich was liegen lassen. Mann, Mann. Helfer D. Schade, Helfer D. Was macht er denn jetzt für Quatsch hier? Ach, ja, wurscht. Ich werde es wohl doch selber machen müssen, wie es aussieht. LVD ist einfach zu dumm. Zu dumm zum Zum. Hochintelligenten Helfer. Ich lasse ihn hier nochmal fahren. Aber so richtig was werden wird das wohl nicht. Oh. So, ich muss jetzt erstmal eine Ladung Stroh wegbringen. Ist, glaube ich, kürzer, sonst muss ich ja den Bogen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Feuerwache ist immer leer, komisch, ne? Wir müssen Dauereinsatz haben. Habe ich so das Gefühl. Warum bremst du denn? Nee, ist doch nicht. Du hast doch Vorfahrt, du. Also, ey, weißt du, so manchmal weiß ich ja auch nicht, muss ich ja mal so sagen. Obi! Ich sag, wir fahren jetzt wieder hier zu dem Annahme des losen Strohs. Runter mit dem Zeug. Ich bin wieder zu nah dran. Merkt ihr, ne? Was soll ich machen? Ich kann nichts daran tun. Und zack. Komm.
ist morgen alles. Ne? Man sollte immer daran denken, wenn man so Anhänger dahinter hat, dass er ja hinten dann so ein bisschen ausschert. Ne? Den Arsch kommt. Hat der alte Mann wieder vergessen. Wo soll das nach hinführen? Das geht ja so nicht weiter. Hoppala. Versehentlich an die Knöpfe gestoßen. So was aber auch. Das ist erstaunlich. Ich bin gerade einkaufen gewesen, mal so zwischendurch. Wenn ich so überlege, was vor Karfreitag, also den Donnerstag und den Samstag zwischen, also nach Karfreitag und vor Ostersonntag, so im Lidl los war. Ach, naja, egal. Da haben sie sich ja totgetreten. Das war ja der Wahnsinn. Und heute war nichts los. Ne? Absolut tote Hose, mehr oder weniger. Das ist echt krass. Aber gut, nachdem was die Leute eingekauft haben vor Ostern, müssen wir die Schränke, zwar den Kühlschrank, alle noch rappelvoller. So viel kann man ja gar nicht fressen, was die alle gekauft haben. Der Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Was macht der mein Herr? Guck mal, der fährt ja sogar noch. Ich bin ja erstaunt. Naja, aber wir müssen, wie wir sehen, da auch schon wieder was nacharbeiten. Naja, es ist, wie es ist. Da auch im Hintergrund rum. Das wird auch nicht viel besser. Schlimm, schlimm. Schon schlimm. Ich überlege gerade, packe ich nur eine Ladung Stroh auf mein Lager oben. Könnte man machen, ne? Das wäre eine Menschlichkeit, dann haben wir da ein bisschen was Loses. So, für den Fall der Fälle. Jetzt wird Manuela durch ein Objekt blockiert. Na, ist es schon. Da muss aber jetzt erst noch warten. Das Objekt erkannte, das Manuel aber jetzt vorher umgedreht. Ne? Zum Beispiel. Jetzt machen wir das hier erstmal. Und dann werde ich das Fliegen und selber übernehmen, habe ich das Gefühl. Sonst wird das nichts. Das geht jetzt wieder nicht alles rein, dann bleibt gleich wieder so ein Krümmel liegen. Ich ahne das schon wieder.
du? Ich hab's gewusst. Das war so klar. Warum komme ich da nicht vernünftig hoch, Leute? Kann mir da mal einer verklickern? Das dauert einfach zu lange. Das muss doch schneller gehen. Au! Da war er. Ja. Rein hier. Komm. Gibt's dir das? Ich will doch da mal nur rein. Hallo. Ja, ist er leer. Dann sehen wir das doch nicht mehr. Aber er verteilt es jetzt mehr oben offen, ne? Bei der Beta 2 hat es ja in der Ecke erst nur so ein Haufen liegen und jetzt verteilt er das komplett auf dem. Ne? Da auffasse. Und du weißt, was ich meine. So, holen wir den Rest auch noch hin. Die zwei. 200 Kilo hier oder das sein soll. Wie? So, haben wir das auch. Momo, was hast du zu schimpfen? Was ist los? Nicht aufgepasst. Uiuiuiui. Hm? Was macht dein kleiner Scheißer? Ne? Ja. Soll er nochmal hier hinkommen oder wie denkst du dir das? Schnucki. Aber hopp, hopp, hoppi galoppi, zu? Nein, ich bin auf die Schnauze gefahren, ne? Kann das sein? Oh Mann. Ja. Auch weg. Wunder, prächtig. Der kommt jetzt hier rein. Kurve nicht ganz gekriegt. Aber da kriegen wir hin. Abhängen. Ringel, ringel.
der Weihnachtsmann. So eine Runde den Dingsbums verteilen und dann können wir nämlich in aller Ruhe beide Felder pflügen oder pflügen lassen. Ich habe da so eine andere Idee, wie das vielleicht besser gehen könnte. Wir schauen mal. Aber erstmal machen wir das hier. Ja. Da ist er. Manuela steht immer noch hinten vor der Wand. Das ist ja was. Kilowatt ist das was. Die waren noch, dann haben wir das Düngen fertig. Da kann der Düngerstreuer jetzt mit installieren. Boah. Mein fester Wille, ich brauche eine Drille. Aber erstmal kommt der hier weg. Holla. So. Aus die Maus. Nee, das war falsch. Da muss ich hin, genau. Meine liebe Manuela, warum lässt du dich von einer Wand aufhalten? Na gut, dann kommt sie raus. Raus aus dem Kabuff. Aber ich verabschiede mich von euch erstmal. Das soll es erstmal gewesen sein. Und ja,
Ja, schön, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen täten würden. Und bis dahin sage ich erstmal Finke.